Kleines Video zum Ridgeback. Also die Ridge sind relativ, sage ich jetzt mal, gelassen. So beim Spazierengehen ohne Leine. Also einen gewissen Abstand, eine gewisse Nähe hält der Ridgeback zu seinem Führer. Allerdings, wenn er irgendwie was zu riechen bekommt, oder wenn ihn die Neugier packt, kann es aber auch mal passieren, dass er einfach querfeldein verschwindet. Ja, dann nutzt das Rufen nicht mehr viel. So wie jetzt zum Beispiel, er sieht was, er nimmt was wahr, er schaut rein. Okay, hat ihn anscheinend nicht zu sehr interessiert. Dann geht es auch zum Glück weiter geradeaus, weil ansonsten kann es schon mal sein, dass man 2 bis 5 oder 10 Minuten warten muss, bis er wiederkommt. Kann natürlich dann ein Reh, ein Hase oder ein sonstiges Tier entdeckt haben, das er dann jagen will. Deswegen ist er ja auch ein Jagdhund und er wurde in Afrika zur Löwenjagd genutzt. So, und diese Instinkte und das Ganze hat er halt auch noch im Blut, würde ich jetzt mal sagen, in seinen Genen. So. Bleibe ich mal stehen. Ich gehe jetzt mal ein Stück zurück. Mal gucken, ob er. Okay, er sieht da irgendwas da hinten. So, ich gehe nicht weiter. Er kommt ein Stück zu mir. Ich gehe jetzt einfach nochmal in die andere Richtung. Ihr könnt ja sehen, seht ihr? Also er hält sich schon an seinen Führer. Hallo, lieber Dexter. Hm? Mama sieht's. Komm mal hier. Komm mal her. So, ja. Mach mal Sitz. Mach mal schön Sitz. Mach mal schön Sitz. Komm, setz dich mal hin. Mach mal Sitz. Dann geht's auch gleich weiter. Komm, setz dich schön hin. Hopp. Dexter, mach bitte Sitz. Hallo. Mach Sitz. Mach mal Sitz. Sitz. Dexter. Sitz. Okay, das mit der Stimmlage, das hatte ich noch nie so drauf gehabt. Perfekt. So ist ein feiner Kerl. Ja, guck du nur. Es geht ja auch schon weiter. Und los, geh. Geh schon. Jawohl. Und renn. Also ich muss schon sagen, ich habe da bei der Erziehung das ein oder andere nicht so streng und konsequent durchgezogen. Leider. Aber ich sag mal, es gibt schlimmere Fälle. Ich will es jetzt nicht schönreden, aber... Ja, ich wollte eigentlich immer mal in die Hundeschule gehen, habe es aber dann irgendwo immer auch verpasst. Und ja, das mit dem direkt aufs erste Mal hören ist halt nicht so unbedingt. Das klappt halt noch nicht so. Aber wir arbeiten dran. Soll ja niemals nie sagen. So. Ich schaue jetzt mal einmal noch mal rüber in die Richtung. Ich zeige euch mal, wo wir sind. Also hier ist wirklich Natur pur, Mischwald, ohne Ende. Da ist wohl ein Feldwirtschaftsweg, der anscheinend ziemlich unbekannt ist. So wenig Leute wie hier tappen, nämlich keiner. So, noch was, hier sind Pfützen. Das hier ist jetzt eine relativ kleine Pfütze für, sage ich jetzt mal, zum drin rumplanschen für den Hund. Aber da die Ridgebacks ja sowieso keine große Lust haben, sich am Wasser aufzuhalten, spielt es eigentlich keine Rolle. Dexter mag kein Wasser. Also diese kleine Pfütze von eben, da würde er vielleicht mal was draus trinken, würde aber sich so am Rand aufhalten und gerade sich irgendwie vorräkeln, dass er gerade so mit der Mundspitze drankommt. Ansonsten mag er das Wasser nicht. Um große Pfützen macht er einen riesen Bogen. Und ja, so an Seen, Gewässern, das geht gar nicht. Das mag er halt wirklich nicht. Das ist aber die Rasse und das ist bei 80% der Ridgebacks. Die verhalten sich so. Gut, ich sag mal Afrika, da ist das ganze Jahr über die Sonne.
Da ist wenig Regen, wenig Wasser. Vielleicht hat es auch was damit zu tun. Seltsamerweise trinkt er aber super gern aus solchen Gewässern. Abgestanden ist in Blumentöpfen, wo er was findet, wo er spürt, dass es anscheinend für ihn gut ist, trinkt er es. Ja, das ist immer relativ witzig. Da sieht man, wie einfach die Natur ist. Und ich denke, wenn ein Hund da dran geht, der weiß, ob es gut ist oder schlecht ist. Jetzt gehe ich mal ein bisschen rüber, dass wir ihn richtig auf dem Bild haben. So, irgendwas riecht er da. So. Das Schöne ist halt auch, wenn ich mich jetzt verstecken würde. Wow, jetzt kommt er gerade. Jawohl, Dexter, hallo. Was war denn da unten? Guck mal, trink mal hier. Ja, jetzt könnt ihr sehen, jetzt trinkt er. Gut, ich muss auch sagen, ich habe ihn ein bisschen geärgert als mal. Aber wasserscheu war er schon immer, nur jetzt gerade seit 2, 3 Wochen, wo es richtig gutes Wetter war, da habe ich ihn ein bisschen mit dem Wasser geärgert. Gerade so jetzt, wenn er in der Nähe einer Pfütze ist, habe ich einen Stein reingeworfen. Das Wasser ist hochgespritzt und da ist er natürlich direkt zurückgeschreckt. Das hat ihm nicht gefallen. Aber er lässt sich dann auch nur einmal, sage ich jetzt mal, veräppeln. Zweites Mal nicht. Oh, oh, oh. Wo geht er jetzt hin? Ich gehe jetzt einfach zurück. Also ein Schreien, ein Ruf nutzt jetzt nichts. Ich brauche jetzt hier nicht zu schreien, weil das bringt hier gar nichts in dem Fall. Da kommt er schon. Ja, fein! Wo ist der Kerl? Ui, 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 ui. Dexter, wohin gehst du? Hallo. Irgendwas hat er hier wohl gesehen. Ich weiß nicht was. Ich weiß nicht, was da los ist. Oh Gott. Was ist denn hier los? Was hat er denn da? Hey! Was war das denn? Irgendwas riecht er da extrem. Der ist ja wie aus dem Häuschen. Ich gehe jetzt einfach weg. Tschüss, Dexter. Ciao. So, ich behalte die Kamera mal hinten, damit ihr sehen könnt, was geschieht. Der ist voll aus dem Häuschen. Irgendwas hat er da verspürt. Hey, komm. Alter, komm. Da rutscht er noch aus. Ist das süß. Eieieiei. Also irgendwas hat er in die Nase gekriegt, sonst wird er nicht so abgehen. Aber ist ja auch mal gut. Ist ja nicht verkehrt. Also keine Angst, wenn der Hund einen guten Bezug zu euch hat, dann wird er auch, ja, er wird nicht wegrennen und nicht mehr kommen. Das wird nicht passieren. Es ist halt immer wichtig, weg von den Straßen, weg von vielen Leuten. Wenn der Hund nicht hört, einfach ein bisschen das Antrainieren an ruhigen Orten, an alleingelassenen Stellen üben, damit halt auch nichts passieren kann. Und ja, das ist schon jeden Tag aufs Neue ein Spaß. Ich habe heute auch noch erstmal Angst, wenn er abgeht. Dann denke ich mir, hoffentlich kommt er wieder, hoffentlich passiert nichts. Weil man weiß ja nie, wer da rumläuft, ob es vielleicht noch andere. Oh, der befreit sich jetzt mal gerade. Ich zoome das jetzt mal ran. Da hinten sitzt er. Oh, jetzt sieht man den Kopf nicht mehr. Ja, fein habe ich das gemacht. Feiner Kerl. Feiner Kerl. Guck mal da hier. Fein hat er es gemacht. Was habe ich jetzt gerade gesagt? Genau. Also die Angst habe ich heute auch als mal noch, wenn ich unterwegs bin. Aber ja, ich habe ihn jetzt 4 Jahre und ein paar Monate. Ja, also es ist noch nicht passiert. Ich habe es natürlich am Anfang immer schlimm eingeschätzt, aber ja, da lache ich heute drüber. Der will ja auch mal gucken. Der will ja auch mal
über die Stränge das Ganze ziehen. Mal nicht hören, mal austesten, ausatmen. Das macht doch jeder mal. Man muss den Hund auch mal Hund sein lassen. Also ich hasse nichts mehr, als ständig dem Hund von morgens bis abends zu sagen, hier, jetzt, Platz, Sitz, mach dies, mach das. Also der Hund ist ja ganz kasteit. Das geht nicht. Das mag man als Mensch nicht und soll man auch als Hund nicht ertragen müssen. Ja. Und wenn der merkt, dass wir als Führer ruhig sind, gelassen, dann überträgt sich das auch auf den Hund. Und der wird auch ganz entspannt und ruhig sein, bis er dann was sieht. Natürlich. Das ist immer das Spannende an so einem Spaziergang, wenn irgendwo aus einer Hecke dann ein Hase raushüpft und auf einmal geht's querfeldein dem Hasen nach. Das Problem ist halt nur bei dem Hasen, der Hase, der hat da einen Vorteil. Der ist schneller, flinker und der kann die Haken schlagen. Und das ist für einen Hund relativ schwierig, da mitzuhalten. So, das Video hat jetzt 11 Minuten. Ich würde sagen, dass wir das jetzt an dieser Stelle mal abbrechen. Schreibt einfach eure Kommentare drunter, stellt Fragen. Vielleicht könnt ihr mir auch Anregungen geben, über was ich mal ein Video drehen soll. Und es würde mich sehr freuen. Es ist jetzt mein erstes Hundevideo, aber es werden noch einige folgen. Ich werde euch auch mal einen kleinen Film abspielen, von Anfang an, als Dexter noch ein Baby war. Ja, wird noch einiges folgen und es wird noch sehr interessant werden. Ich danke euch, schönes Wochenende, genießt die Sonne, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao!